Hallo, meine lieben Kreativfreunde. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich habe heute wieder ein Video für euch. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Jutta Hartmann. Ich bin Stamping-Up-Demonstratorin aus Tönesforst. Das liegt bei Kempten, Krefeld, Mönchengladbach, Viersen, in dem quasi Dreieck etwa. Und ja, wenn du die Stamping-Up-Produkte gerne mal kennenlernen möchtest, lade ich dich gerne in meinem Craft Room ein zu einer Juttas Kennenlernkarte und zeige dir die schönen Produkte von Stamping-Up. Oder besuche doch mal meine Homepage juttascraftandlearnroom.com. Dort habe ich ganz viele Blogbeiträge, wo du die ganzen Produkte auch sehen kannst. Oder noch viel besser, besuche den Online-Shop. Da kannst du 24 Stunden, 7 Tage lang drin stöbern. Also der ist wirklich ganz toll, dient auch gut, um Ideen zu finden von den Karten, die dort gezeigt werden. Also es ist wirklich, ja, ich gehe selber auch oft rein und suche nach irgendetwas, was mir noch fehlt. Und ja, es ist eine schöne Bereicherung. Ja, und du kannst natürlich darüber alle Stamping-Up-Produkte, die ich benutze in meinen Videos, natürlich sehr gerne bestellen. Damit unterstützt du zum Beispiel auch hier meine Arbeit, die ganzen Videos zu drehen und so weiter. So, jetzt habe ich lang genug gesprochen. Ich will euch die Karte mal zeigen. Das ist meine Karte à la Daniela, so werde ich sie nennen. Das ist die St. Nein, das ist Joseph's Code. Ich verwechsel das immer. Technik. Joseph Code Technik. Und zwar Code ist ja der Mantel und das ist eine Ummantelung quasi. Und ich fand die so mega toll. Ich halte die mal hier rein. Die haben wir heute anlässlich des Jutta and Friends Insta Live Hop, der zum 9. Mal stattfindet, gebastelt. Das war ihre Idee. Und ich wollte die heute nochmal umsetzen in einer etwas anderen Farbchallenge zum Beispiel. Habe ich mir dafür ausgesucht. Wieder Karibikblau, Pfauengrün, grüner Apfel und Heideblüte. Wie komme ich an diese Farbvariante? Ganz einfach, ich lasse mal hier ein Bild, spiele ich mal ein. Und zwar, diese Box hat genau diese Farben und die sind mir so ins Auge gesprungen. Und da dachte ich mir, damit muss ich unbedingt eine Karte machen. Und ich finde, die haben auch so was Mediterranes. Also keine Frage. Das Lila vielleicht nicht, aber die grünen Töne und die Blautöne. Ja, also die werden wir einfach jetzt mal ausprobieren. Mal schauen. Und dann brauchen wir einen Brushpinsel und wir brauchen unser Nachtblau. Das Thema des Hops war es nämlich Meer und deswegen auch hier die Meermotive drauf. Gut, so, das lege ich mir mal beiseite. Das Blau brauche ich noch nicht. Jetzt brauche ich noch Farbkarton. Den habe ich mir jetzt schon mal zugeschnitten. Und zwar eine ganz normale Karte. 21 cm mal 14,5 bei 10,5 gefalzt. Dann ein Aufleger. Der ist hier bei mir in Karibikblau. Und der hat die Maße 14 mal 10. Und dann brauchen wir einmal einen Aufleger in Grundweiß in 9,5 mal 13,5. So. Und dann habe ich mir noch ein Etikett ausgestanzt. Da kommt gleich unser Spruch drauf. Und das stammt aus dem schönen Set Meer an Glück. Und da werden wir uns, ich wünsche dir ein Meer an Glück, hier drauf stempeln gleich. So. Und der Star des Tages natürlich ist hier Beauty of the Deep. Ein ganz tolles Set, also wirklich ein wirklich, ich halte noch mal die Karte rein, ein richtiges Must-have. Richtig tolle Sachen, also kann ich wirklich empfehlen. Dazu gibt es auch die passenden Stanzen. Die haben wir hier. Genau, Unterwasserwelt. Damit. So, dann fangen wir mal an. Das legen wir uns beiseite. Und zwar brauchen wir unsere Brushpinsel. Ich hole mal mein ganzes Sortiment. Und eine Unterlage brauchen wir.
weil wir färben uns jetzt als erstes einmal mit den Farben hier uns den Hintergrund ein. Das heißt, ich fange mal hiermit an, mit meinem Karibikblau, gehe hier rein, jetzt habe ich die Farbe da drauf und mache hier, färbe das hier ein, egal wo, überall mal einen Klecks hier. So, jetzt habe ich alles farbig eingefärbt und jetzt kommen wir zum Teil des Embossens. Dafür habe ich hier mein Embossing-Set, Pipette, Pinsel und wir brauchen das klare Embossing-Pulver, transparent, Klarlack. Und als erstes, um die Statik hier rauszunehmen, gehe ich mal mit meinem Embossing-Buddy hier drüber. So. Okay, färbt auch nicht so ab. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann kommt hier mein Versamark. Und jetzt brauchen wir die Stempel. Und da habe ich mir jetzt schon ein paar aufgezogen. Und ich werde jetzt das etwas anders gestalten. Also erstmal hier diesen. Den gehe ich jetzt mal rein. Und den stempel ich mir jetzt einmal hier oben in die Ecke. Einmal. Und ich stempel mir den in die andere Ecke. Also so versetzt. Zweimal. Und ich mache das jetzt Schritt für Schritt, lege mir das jetzt rein und gebe hier mein Pulver drüber. Direkt auf beiden Seiten. Klopfe es einmal ab und gehe noch mal so drüber. Damit ein bisschen mehr drauf ist und die Stellen, die man vielleicht nicht bekommen hat, direkt auch mit. So. Okay. Da ist ein bisschen Pulver drüber. Halb so schlimm. Einmal pusten. Okay. Das lege ich mir jetzt außer Reichweite und dann hole ich jetzt meinen Embossing-Föhn. Hier ist er. Und dann föhne ich mir hier das Pulver, sodass das nicht verschmilzt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, weil das ja klar ist. Da fängt es an. So. Darunter. Hier noch. So, die andere Seite. Und dann hier.
So. Und das mache ich jetzt noch mit den anderen Motiven und lasse jetzt am besten mal schnell laufen, weil das dauert relativ lange, bis ich da die ganzen Motive und immer embossed habe. Und ihr seht hier den Effekt, deswegen habe ich das einmal gezeigt. Das ist, wenn man klar embossed, man sieht durch. Ne? Gut, so, jetzt geht's weiter. Zumachen und somit wäre mein Klarpulver auch wieder hier drin und dann können wir das Ganze auch weglegen. Mit der Pinzette kann man das auch natürlich dann immer so festhalten. Ich bin das aber gewöhnt, ohne Pinzette zu machen und ich habe mir da auch bisher noch nie die Finger verbrannt. Anfängern würde ich das am besten raten, dass sie das auch mit der Pinzette machen. Ne? So, Stempel beiseite. Ach, ich brauche doch noch die Unterlage. Und zwar kommt nämlich jetzt der spannende Teil. Wir haben hier unser Nachtblau. Und die Daniela hatte im Live, da habe ich was drin, was da nicht reingehört, hat ihr Stempelkissen genommen und hat das so drüber gewischt. Das könnt ihr machen. Aber mir tut es ein bisschen leid um das Stempelkissen. Ich bin da so ein bisschen pingelig, deswegen nehme ich mir, oh, das ist richtig, richtiges Nachtblau, oder? Ich nehme den hier und damit geht das nämlich auch sehr gut. Und dann färbe ich mir das da richtig gut mit ein. Und ihr habt danach natürlich blaue Finger, das ist klar. Und da ich die ganzen Sachen hier auch nochmal liegen hatte, musste ich das Video jetzt auch drehen. Und ich brauchte noch so eine Karte. Mehrere Gründe. So. Richtig schön dunkel. So cool. Und ich kann euch sagen, das macht richtig viel Spaß. So. Ich denke, das reicht. Und dann nehmt ihr euch einen Lappen. Ich nehme jetzt noch mal einen anderen, der schon blau war. So. Und dann wischen wir mal darüber. Guck mal, da kommen die Farben richtig klar zum Vorschein. Wahnsinn. Richtig schön. Ich wische da einfach mal drüber. Oh, das gefällt mir wieder sehr gut.
Wow. So. Ich halte es jetzt auch noch mal richtig rum rein. Moment, das muss ich selber schauen. So. So rum. Nochmal die andere Karte zum Vergleich. Also anstatt, also ich habe hier Grüntöne mit reingenommen da und das Heideblüte und hier war es Sommerbeere mit. Ne? Also es sieht schon, es hat was, ne? Oder? Schreibt mir doch mal in die Kommentare rein. Kanntet ihr die Technik und wie findet ihr die? Jetzt gehe ich hin, blaue Finger, die wasche ich mir mal eben. So, da bin ich wieder. Jetzt klebe ich mir das hier drauf. So. Mit Tombow. Da ist mir gerade was Wasser drauf gekommen beim Händespritzen. Ich habe hier immer so eine Flasche mit Wasser, so eine Spritzflasche. Und da ist dann was drauf gekommen. Ist aber gar nicht so schlimm. Dann klebe ich mir das hier so drauf. Okay. Und was ich machen wollte, dafür nehme ich mir jetzt nochmal mein Blatt bei der anderen Karte. Und ich war mir jetzt nicht so sicher, aber das werde ich jetzt mal ausprobieren. Einmal mein Weiß, einmal ein Acrylblock und ich brauche einmal meinen Pinsel. Hier ist er. Extra für Weiß. Wir werden ein bisschen spritzen noch. Ein bisschen da drauf. Das ist hier unser noch Flüsterweiß, wo man das weiße Stempelkissen mit auffüllen kann. Ich gehe jetzt hier mit meinem Pinsel, den habe ich extra für Weiß, drücke mir ein bisschen Wasser raus. So. Und mache dann noch mal so ein bisschen Weiß dazwischen. Ich kann euch sagen, das spritzt. Unglaublich, ich hatte meinen PC, da waren dann auch weiße Tupfer drauf und das finde ich richtig cool. Ja. So, auch wieder weiß. Also hier wird richtig heute mit Farbe gearbeitet und das muss ich mir trocken föhnen. Ich lasse mir das schnell laufen. Man gar nicht die Punkte zu embossen. Ja, doch, guck mal hier unten. Ja, da sind die grün. Doch, braucht man schon. Aber es sieht schon cool aus. Ne? So, das Ganze kommt jetzt hier drauf. Ups. Und ich hatte ein Glitzerband. Guck mal, da könnte ich das jetzt hier nehmen. Hier hatte ich mir das Orchideenlila genommen, nicht das Blau. Ich das schön fand. Und hier könnten wir das Karibikblau nehmen. Ja, das machen wir. Ich lege das jetzt aber beiseite, weil wir müssen uns noch schnell den Spruch stempeln. Hier ist er. Hier ist mein Karibikblau. Ich glaube, ich werde den aber hier in Nachtblau stempeln. Das habe ich auch bei der einen Karte, so vom Kontrast her. Und Spruch wollte ich hier den nehmen. Wünsche dir ein Meer an Glück. Das wünscht man doch immer gerne. Okay. So. Jetzt hole ich mir das ein bisschen zu mir hin, damit ich das auch gut sehen kann. Bin vielleicht jetzt nicht so ganz im Bild. Ich hoffe, dass das gut klappt. 1, 2, 3. Stempeln ist keine Hexerei. Ja, hat gut geklappt.
So ein schöner Spruch und eine so schöne Sommerkarte. Also auch für jemanden eine schöne Geburtstagskarte, wenn derjenige Fische hat. Ne? So rum rein. Das gefiel mir auch sehr gut, dass man das hier so durchlegen kann. Ist natürlich viel zu viel Band. Mutter. Muss noch hier durch. So. Das schiebe ich mir gleich zurecht. Nur das sollte jetzt hier nicht verdreht sein. Okay. Es ist aber verdreht. Alles gut geklappt und dann kommt die Schleife. Na komm schon. Liegt auch so ein bisschen an dem Band. Müssen wir auch gleich mal gucken, wohin das Etikett kommt. Dass wir uns nicht so ganz die Motive damit verdecken. Es ist ja ein großes, aber ich fand das so schön. So. Uns das jetzt mal zurecht. Also mir hat das so gut gefallen, weil dieses Etikett hier, das würde ich auch gerne da in diese Richtung machen. Genau, jetzt müssen wir uns noch mal so ein bisschen das Band hier Schleife mit hinschieben. Kann ich natürlich auch ein bisschen kleiner machen. Ich glaube, ich würde das jetzt so machen. Und dann nehme ich meine Dimensionals. Ich habe meine anderen noch immer nicht gefunden. Drehe mir das mal eben um. Und mache mir einen hier hin. Und einen dahin. Na komm schon. So. Weiß ja, wo ich es hinhaben möchte. Und setze es mir so hin. Ta-da-da-da. Sehr schön. Und dann drehe ich das Ganze um, weil da müssen ja auch noch welche drauf. Da kann ich auch noch ein bisschen Werbung machen. Morgen am Samstag haben wir unseren YouTube-Hop der bunten Stempelrunde. Oh, ich war jetzt aber mutig. Puh, jetzt muss ich mir noch mal richtig hinlegen. Das kann ich nämlich ganz schlecht. Das richtig fokussieren hier. Und um 19 Uhr geht es los. Und unser Thema ist in Colorfarben. Schaut mal unbedingt rein. Ach ja, das gefällt mir gut. Wunderschön. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich fand das so eine tolle Idee von der Daniela, dass ich das hier direkt teilen musste, auch auf YouTube. So, schaut mal. Zwei ganz tolle Meereskarten. Hier habe ich noch ein bisschen Glitzer. Halt, den können wir ja natürlich auch machen. Hier ist er.
Also das sind unsere Pailletten. Den bin ich momentan verfallen, sozusagen. Also, was haben wir denn hier? Ach, die Farben stehen nicht drauf. Das ist Faungrün. Das ist ein Rosaton. Hier haben wir die in unseren Goldakzenten. Und da ist Karibikblau auf jeden Fall bei. Und schau mal, ist das beides? Nee, das ist nicht gleich. Das ist heller. Das ist Babyrosa. Und ich würde da jetzt hier wieder Karibikblau nehmen. Also die sind wunderschön und halten auch. Da haben wir einmal groß und klein. Die kann man noch ein bisschen mit dazu setzen. Groß, klein, mal ein großes hier drauf. Ja, da könnte man noch ein kleines vielleicht hier unten hinsetzen. Da, ne? So. Aber mir gefällt das, glaube ich, nicht hier drauf. Ich habe es noch nicht festgedrückt. Es geht noch. Den setzen wir noch dahin. So, das gefällt mir besser. Hat mir auch schon bei der einen Karte nicht gefallen, dass ich das da drauf gesetzt habe. Ja, und jetzt wären wir fertig damit. Ihr seht, es geht wirklich schnell und ihr habt einen richtig tollen, ja, Effekt damit. Also eine super tolle Idee. Die Karte heißt bei mir auch Meereskarte à la Dani. Und ich danke dir hier auch nochmal auf dem Weg, dass du das heute auf Insta gezeigt hast. Und ich freue mich schon auf eure Karten. Bitte einmal nachbasteln. Ich bin gespannt, was ihr euch für ein Motiv ausgesucht habt. Man könnte jetzt auch super gut Blätter nehmen und dann den Hintergrund mit einem dunklen Grün machen. Also was jetzt hier blau ist, ne? Ja, auf jeden Fall, wenn ihr auf Insta was postet, verlinkt uns. Das war die Daniela von Bastelzauber-Dani. Ich schreibe es auch nochmal gleich in den Bericht rein und verlinke auch ihren Kanal. Sie hat nämlich auch einen YouTube-Kanal. Und ja, ich freue euch aufs nächste Video. Und es gibt auch auf jeden Fall noch eine Verpackung. Das hatte ich ja schon gestern gesagt. Aber ich glaube, mit den Verpackungen, das wird erst nächste Woche werden. Aber ich habe zwei wunderbare und da dürft ihr euch auch drauf freuen. Wenn euch mein Kanal gefällt und ihr mich heute gerade erst entdeckt habt, bitte ein Abo dalassen, einen Daumen hoch und einen lieben Kommentar schreiben. Das mag YouTube total gerne und hilft mir auch hier weiterzukommen, mehrere Kreativfreunde zu erreichen. Und damit unterstützt ihr zum Beispiel auch meine Arbeit. Okay, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.